Bundestag im Endspurt. Und normalerweise sind solche Debatten hier im Deutschen Bundestag in der Tat nicht so besinnlich. Da ist auch egal, dass wir schon in wenigen Tagen Weihnachten haben. Es geht unter anderem um den Ausbau der Kurzzeitpflege. Es gibt eine Aktuelle Stunde, beantragt von der AfD zum globalen Flüchtlingsforum. Und am Anfang debattieren hier die Abgeordneten über ein Thema, was uns früher oder später alle erreichen wird, nämlich das Thema künstliche Intelligenz. Die Bundesregierung hat vor einem Jahr ihre KI-Strategie, wie man das nennt, aufgelegt und hat gleichzeitig eine Enquete-Kommission gestartet, die in 6 Handlungsfeldern Empfehlungen abgeben sollen. Da soll es heute eine Zwischenbilanz geben. Die Bundesregierung stellt sich vor, dass die künstliche Intelligenz vor allen Dingen in Deutschland und Europa als Schwerpunkt gegenüber Japan, China und den USA gehandelt werden kann. Es muss viel Geld reingesteckt werden, das ist völlig klar. Und es müssen auch viele ethische Fragen dabei betrachtet werden. Und das soll nun also in dieser Enquete-Kommission erarbeitet werden. Ich begrüße heute Morgen ganz herzlich Ronja Kemmer. Sie ist Obfrau für die CDU-CSU in dieser Enquete-Kommission und Anna Christmann in der gleichen Funktion für die Bündnisgrünen. Frau Kemmer. Ich habe es ja gerade gesagt, die Bundesregierung hat also gewisse Zielvorstellungen. Unter anderem vor einem Jahr hat sie entwickelt, dass sie gesagt hat, wir wollen 100 Professorenstellen in Deutschland schaffen. Bis zum heutigen Tag sind genau 2 davon besetzt. Warum hinkt man da so furchtbar hinterher? Ja, also es liegt nicht am Willen der Bundesregierung, wirklich was zu tun. Die Rahmenbedingungen sind gesetzt. Das Problem ist aber, es ist gar nicht so einfach, diese Professuren zu besetzen. Wir haben jetzt mal die ersten 10 entsprechend über die Alexander-von-Humboldt-Stiftung angesetzt. Und die werden jetzt auch nach und nach besetzt. Und auch wenn es am Anfang etwas zäh läuft, es geht jetzt an. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ich hatte am Anfang dieses Jahres schon mal eine Diskussion hier zu diesem Thema. Und damals war die These, es könnte auch sein, dass es in Deutschland durchaus schwierig wird, wegen des fehlenden Geldes, gerade was die Professorinnenstellen angeht. Es wird einfach nicht genug bezahlt im Vergleich zu Amerika oder China. Hat sich das nicht bewahrheitet? Na, wir sehen ein Problem, dass das alles ein Stück wert ist in Deutschland. Wir würden uns wünschen, eine europäische Strategie für künstliche Intelligenz, die dann eben die Leute auch anzieht und zeigt, Europa ist ein starker Standort, wo künstliche Intelligenz entwickelt wird. Da ist das Gehalt dann ein Aspekt, aber vor allem auch gibt es spannende Orte, wo ich andere treffe, mit denen ich das machen kann. Silicon Valley gilt da immer so ein bisschen als das Mekka und die Frage ist, schaffen wir es mit der ordentlichen Investition in Europa auch einen Standort aufzubauen, wo die Leute denken, ja, da will ich hin, weil hier wird die Zukunft entwickelt. Da sind wir im Moment noch ein Stück entfernt und dafür bräuchte es aus unserer Sicht gezieltere Investitionen in wenige exzellente Standorte. Gezielte Investition ist das Stichwort. 3 Milliarden in 6 Jahren stellt die Bundesregierung bereit. 500 Millionen im Jahr, da sagen viele Experten, das ist viel zu wenig. Und wenn man mal auf Shanghai zum Beispiel guckt, alleine Shanghai stellt 15 Milliarden im gleichen Zeitraum zur Verfügung. Wir hinken hinterher. Naja, mehr wäre immer wünschenswert, aber ich glaube, wir haben auch einfach einen anderen Ansatz mit der sozialen Marktwirtschaft und überhaupt auch mit der europäischen Perspektive. Ich finde es immer schwer, da einfach nur so Zahlen zu nehmen und in den Raum zu stellen mit Blick auf Shanghai oder andere Orte. Wenn wir zum Beispiel in die USA schauen, da ist wenig Staatsgeld, aber vor allem viel privates Kapital im Einsatz. Und deswegen müssen wir uns auch viel mehr über Rahmenbedingungen, also wie schaffen wir auch das private Investieren, glaube ich, unterhalten. Und genau darüber sprechen wir auch in der Enquete. Aber die Geduld scheint der ein oder andere ja auch zu verlieren, zum Beispiel der bayerische Ministerpräsident, der hat jetzt gesagt, wir selber werden 3 Milliarden investieren, nein, 2 hat er gesagt, und wir werden aber 100 Professorenstellen allein in Bayern schaffen. Also da sieht man schon, dass auch innerhalb der Bundesrepublik Deutschland der ein oder andere größer denkt. Ja gut, allein immer diese Zahlen anzukündigen, hilft natürlich nichts. Es muss dann auch passieren. Also 3 Milliarden standen auch mal für den Bund im Raum. Im Moment sind wir bei 1 Milliarde. Die anderen 2 Milliarden weiß man noch nicht so genau, wo die überhaupt herkommen sollen. Also wir müssen ins Tun kommen, ist das Entscheidende. Und ich glaube, alles nur nachzumachen, ist natürlich auch nicht der Weg. Ich meine, in China gibt es auch Social Scoring. Dort wird KI für Zwecke eingesetzt, die wir so auch nicht wollen. Richtig ist, einen europäischen Weg zu entwickeln, dass wir auch auf industrielle Anwendungen, gerne auch auf Anwendungen im Bereich der Nachhaltigkeit, Umwelt setzen. Da haben wir auch noch eine echte Chance, eine eigene Form von künstlicher Intelligenz zu finden, die uns dann auch wirklich als Gesellschaft hilft. Kommen wir mal auf die Enquete-Kommission. Heute soll der Zwischenbericht diskutiert werden. Aber erstaunlicherweise haben die Koalitionsfraktionen, die FDP und die AfD gesagt, wir geben aber nicht alle Ergebnisse preis. Es ist nur ein kleiner Zwischenbericht. Warum wird da was zurückgehalten? Da wird nichts zurückgehalten. Im Gegenteil, wir haben uns entschieden bewusst dafür, dass wir jetzt die zentralen Handlungsempfehlungen, um die geht es ja, dass wir die veröffentlichen und auch entsprechend heute debattieren. Das ist ein erster Zwischenbericht. Im Weiteren, wir haben jetzt ja 3 Projektgruppen, die getagt haben. Die
nächsten drei schließen dann an, sind wir einfach noch nicht da, dass wir auch Fragen, ethische Fragen, rechtliche Fragen, auch die Frage Datenzugang, die eigentlich vor der Klammer stehen, die haben wir noch nicht beantwortet. Und das werden wir aber entsprechend dann nach der Sommerpause tun, wenn der Gesamtbericht auch vorliegt. Sie sind für den Bereich Wirtschaft zuständig und führen diesen Bereich KI und Wirtschaft. Sie tun das bei KI und Gesundheit. Sind Sie beiden mit Ihren Arbeitsgruppen fleißiger oder woran liegt das, dass die anderen noch nicht ihren Ergebnis hier heute vorlegen können? Nein, nein, es gibt zwei Phasen von Projektgruppen. Drei haben einfach jetzt getagt, Wirtschaft, Gesundheit und Staat. Und drei weitere wird es noch geben. Die werden im Sommer ihre Ergebnisse vorlegen. Das ist also völlig okay, dass man da hintereinander fertig ist. Als Grüne hätten wir uns trotzdem sehr gewünscht, dass jetzt schon die kompletten Berichte auch einfach vorliegen. Die sind da. Und ich glaube, es ist besonders wichtig bei so einem Thema wie künstliche Intelligenz, das eben auch in der Breite mit der Bevölkerung zu diskutieren und öffentliches Feedback einzuholen. Dafür hätte man aus unserer Sicht die Berichte auch schon jetzt vollständig veröffentlichen können. Nichtsdestotrotz ist es gut, dass wir jetzt mal einen Anfang haben. Erste Handlungsempfehlungen kann man einsehen. Und ich würde mir wünschen, dass wir dadurch jetzt auch in eine Debatte kommen und auch Feedback bekommen, weil gerade bei so einem Technologiethema ist es ganz entscheidend, das auch in der Gesellschaft zu erklären und auch zu vermitteln, worum es da eigentlich geht. Künstliche Intelligenz und Wirtschaft ist Ihre Arbeitsgruppe. Die haben zunächst mal festgestellt, was wir auch gerade festgestellt haben, es könnte eigentlich mehr Geld fließen, auch privates Geld, wie Sie es gerade schon gesagt haben. Aber was natürlich auch auffällt in Deutschland bei den hehren Ansprüchen der Bundesregierung, hier ein führender Standort zu werden, es fehlen die Voraussetzungen, Stichwort 5G. Das haben Sie ja auch festgehalten. Was gibt es da für Lösungen? Naja, also da sind wir jetzt, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Wir sind natürlich momentan noch in der Debatte auch, was sicherheitsrelevante Fragen angeht, aber die 5G-Frequenzen sind vergeben, der Ausbau startet. Wir haben jetzt auch viele Testregionen. Erst gestern sind im Verkehrsministerium viele Regionen, unter anderem mein Wahlkreis Ulm war auch mit dabei, sind ausgezeichnet worden, können jetzt starten mit Pilotprojekten und von daher sind wir da auf einem guten Weg. Aber klar, die Infrastruktur ist mit Voraussetzung und daran arbeiten wir. 5G ist ein Problem. Das andere Problem ist, dass künstliche Intelligenz natürlich auch Ängste schafft. Völlig klar, auch im Bereich der Arbeit zum Beispiel. Da hat man ausgerechnet, dass Millionen Arbeitsplätze wegfallen. Es gibt Ausrechnungen, dass also wieder Millionen dazukommen. Aber dennoch können Sie verstehen, dass der ein oder andere Sorge hat, dass hinterher nur noch hochqualifizierte Arbeitnehmer in KI-Bereichen arbeiten können und der normale Arbeitnehmer auf der Strecke bleibt? Ja, also die Schlagzeilen, die da durch die Gegend rasen, sind natürlich nicht immer hilfreich. Also entweder haben wir manchmal so diese Terminator-Version von dem Roboter, der irgendwie eher aggressiv durch die Gegend rennt, und dann die Variante, wir werden alle arbeitslos. Beides ist nicht realistisch aus meiner Sicht, sondern natürlich die Studien, die es gibt, die gehen ganz auseinander. Es werden natürlich Jobs wegfallen, es werden andere dazukommen und entscheidend wird sein, diesen Strukturwandel gut zu unterstützen mit Weiterbildungsangeboten, die Leute da nicht allein zu lassen. Aber es sind nicht unbedingt nur die hochqualifizierten Jobs, die übrig bleiben werden. Wir werden vielleicht auch welche haben, die eher niedrig qualifiziert sind, weil Roboter da unterstützen und Dinge übernehmen können. Also diese Sachen sind sehr viel komplexer und deswegen ist, glaube ich, auch so wichtig, dass wir uns da in der Tiefe mit beschäftigen und den Leuten dann auch erklären können und mit ihnen gemeinsam einen Weg finden können, wie sich die Arbeitswelt wandeln wird. Und das hat keinesfalls damit zu tun, dass jetzt morgen da alle Arbeitsplätze wegfallen werden, sondern das wird eine Entwicklung sein und die müssen wir politisch begleiten. Ganz interessant ist bei Ihrer Arbeitsgruppe Wirtschaft, Energieeffizienz ist eines der Probleme, die da verortet wurden. Und das wissen viele Menschen ja gar nicht. Ungefähr so viel wie die Luftfahrt international verbraucht auch das Internet. Und das wird ja sicherlich ansteigen, wenn unsere Gesellschaft immer mehr auf KI angewiesen ist. Gestern zum Beispiel haben wir ja auch erlebt, was das bedeuten kann, wenn plötzlich Internet wegfällt, wie in Frankfurt. Ja, also natürlich, klar, der Verbrauch steigt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, gerade durch künstliche Intelligenz, werden die Systeme smarter, werden auch effizienter. Und von daher, glaube ich, ist noch gar nicht komplett ausgemacht, ob wir am Ende nicht auch Ressourcen sparen können. Und die Technologie kann da einfach auch entscheidend mit unterstützen. Dieser Energieaspekt, der ist auch vielen jungen Leuten natürlich nicht klar. Aber ich will jetzt zu dem anderen Aspekt kommen. Gestern, weil es aktuell ist, dort musste man eben das gesamte System lahmlegen, weil so eine Mail dort im Umlauf war, die eventuell alles löscht. Sicherheit und KI ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja gestern gesehen, wie anfällig eine Gesellschaft wird, wenn man sich nur noch auf Computer verlässt. IT-Sicherheit ist natürlich insgesamt ein Riesenthema aktuell. Wir sehen da auch große Lücken. Also die Hütte brennt zum Teil, was IT-Sicherheit angeht. Sehen wir ja auch an den verschiedensten Hackerangriffen, die es ja durchaus auch auf den Bundestag in den vergangenen Jahren gab. Wir treten deswegen gerade heute auch nochmal mit einem Antrag an, digitale Souveränität zu stärken. Das hat ganz viel mit besserer Sicherheit, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, all solcher technischer Details, die da eigentlich möglich wären zu tun, die wir im Moment noch nicht konsequent genug umsetzen. Und natürlich, je mehr wir digitalisieren, je mehr wir KI einsetzen, desto
desto größer ist die Bedeutung. Und wir müssen da einfach auch viel mehr investieren als bisher, Behörden besser ausstatten. Da ist noch eine ganze Menge zu tun. Und das wird sicherlich auch Teil der Enquete-Kommission sein, darauf auch noch mal hinzuweisen. Künstliche Intelligenz und Wirtschaft. Abschließende Frage vielleicht an Sie. Wo sehen Sie da die Schlüsselprobleme? Und ehrlich gesagt würde mich schon interessieren, ich habe das durchgelesen, was wird da noch zurückgehalten? Gibt es da noch irgendwelche wegweisenden Erkenntnisse, die Sie jetzt noch nicht veröffentlichen wollen? Und warum eigentlich nicht? Nee, zurückgehalten wird gar nichts. Die zentralen Handlungsempfehlungen stehen alle da. Und um mal vielleicht zwei rauszugreifen, die eine ist ganz klar, wir müssen den Mittelstand auch fit machen. Der Mittelstand ist unser Rückgrat. Wir sehen aber viele, die benutzen KI noch nicht so wirklich, sehen das vielleicht noch nicht als Option. Deswegen damit zu unterstützen, zum Beispiel in den Kompetenzzentren, das ist einer der großen Punkte, die wir auch mit unterstreichen. Und im Zweiten auch zum Beispiel für Startups. Weniger Bürokratie bei Vergabeprozessen, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Das sind Punkte, wo wir ansetzen wollen. Bessere Rahmenbedingungen und all die Dinge sind jetzt auch entsprechend öffentlich einsehbar. Aber wir leben ja nicht allein auf der Welt. Wir haben andere Märkte. Wir haben Europa. Wie wird dieses Europathema bei Ihnen in der Arbeitsgruppe diskutiert? Das Europathema ist natürlich für uns auch ganz entscheidend. Denn ich glaube, mit Blick darauf, dass wir Souveränität erhalten wollen, dass wir stark sein wollen, da brauchen wir zwar starke Player auch in Deutschland, aber am Ende können wir viele Fragen nur europäisch lösen. Und deswegen hat die Frage in unserer Arbeit auch wirklich einen großen Raum entsprechend mit eingenommen. Vielen Dank, Frau Kemmer. Sie müssen rein. Sie sind nämlich gleich die erste Rednerin. Den Wunsch wollen wir gerne erfüllen. Zum Glück bleibt ja Frau Christmann noch bei mir. Dankeschön. Und wir kommen jetzt auf Ihren Bereich, nämlich IT und Gesundheit. Ganz spannend. Das hat vielleicht auch jeder schon mal erlebt. Da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze. Man kann sich also vorstellen, dass in Zukunft Roboter zum Beispiel in Intensivstationen den Blutwert messen. Sowas kann man sich durchaus vorstellen. Schwieriger finde ich schon, wenn man die Versuche, die es ja schon in Japan gibt, sieht, mit Robotern Altenpflegebetreuung zu betreiben. Wie weit ist man da in Deutschland? Ja, also ich glaube, schwierig ist, dass alle immer diesen Roboter mit Kulleraugen vor sich haben, der dann kommt und einen irgendwie pflegt. Und mit den alten Menschen spielt, das kann ja funktionieren. Genau, aber ich glaube, das ist nicht das Erste, worauf wir uns in Deutschland konzentrieren sollten, sondern spannend ist ja, dass KI im Bereich Gesundheit einfach zu besserer Diagnose und besseren Therapiemöglichkeiten führen kann. Wir können Hautkrebs besser erkennen, weil die Bilderkennung viel besser geworden ist, als das menschliche Auge kann. Und da ist eine große Menge an Potenzial, einfach die Gesundheitsversorgung besser zu machen. Im Bereich der Pflege geht es weniger darum, jetzt wirklich eben überall Roboter hinzustecken, sondern zum Beispiel sowas wie ein intelligenter Fußboden, der merkt, wenn jemand hingefallen ist und Alarm schlagen kann, ermöglicht Leuten länger zu Hause zu bleiben. Oder in Kliniken eine intelligente Matratze, die kann Patienten besser lagern und entlastet dann tatsächlich auch das Pflegepersonal. Das sind eigentlich Anwendungen, wo wir sagen, die sind zum Wohl der Patientinnen und Patienten und auch tatsächlich zur Entlastung des Pflegepersonals. Und das muss das Ziel sein. So technische Spielereien, die zwar möglich sind, aber am Ende nicht wirklich weiterhelfen, sind aus unserer Sicht jetzt nicht unbedingt das, was wir sofort entwickeln müssen, sondern es geht darum, wirklich Qualität in Gesundheit und Pflege zu verbessern. Und da gibt es durchaus Potenzial. Das klingt alles ganz fantastisch, aber auch sehr in der Zukunft gerichtet. Denn wenn man momentan die Situation in Pflegeheimen anguckt, dann wären die schon froh, wenn die noch einen Pfleger mehr hätten oder ein rollendes Bett, wo die Rollen dann auch funktionieren. Also von solchen Fußböden oder solchen Robotern ist man meilenweit in Deutschland entfernt. Naja, wir weisen schon auch darauf hin, dass wir natürlich ganz viele Voraussetzungen dafür brauchen, die wir leider noch nicht haben. Also wir brauchen massiv Investitionen in Kliniken, in Pflegeeinrichtungen, um überhaupt mal die digitale Infrastruktur da reinzubekommen. Und wir müssen ganz stark in Aus- und Weiterbildung investieren. Denn natürlich das Pflegepersonal, das gesamte Gesundheitspersonal bis zu den Ärzten braucht natürlich auch eine Vorstellung, worum geht es bei KI überhaupt? Wie kann ich so eine Anwendung bedienen? All das sind tatsächlich noch viele Dinge, die wir erstmal als Voraussetzungen schaffen müssen, damit wir dann diese Anwendungen in die Fläche bringen können. Technisch sind wir davon nicht so weit entfernt. Da ist eigentlich viel möglich. Aber wir haben eben manchmal die Schräglage, dass viel in Konsumbereich investiert wird. Alexa kann jeder zu Hause haben. Aber in solche Dinge, die eigentlich für die Gesellschaft vielleicht sogar wichtiger sind, manchmal zu wenig investiert wird. Und da würden wir auch gerne ansetzen und sagen, das ist vielleicht auch öffentliche Aufgabe, dann in solche gemeinwohlorientierten Anwendungen zu investieren. Was ist mit der Datensicherheit? Man hat natürlich Angst, dass die persönlichsten Daten dann irgendwie an die Öffentlichkeit kommen. Gesundheitsdaten sind ein unheimlich sensibler Bereich. Deswegen fanden wir es auch nicht hilfreich, dass Jens Spahn vorgeprescht ist, erstmal alle Daten ohne Anonymisierung und Pseudonymisierung auf einmal zu sammeln. Das, was, glaube ich, schafft kein Vertrauen. Aber wir haben in der Projektgruppe vorgeschlagen, tatsächlich eine Datenfreigabe zu ermöglichen für die Menschen, freiwillig zu sagen, ich möchte meine Daten für Forschung zur Verfügung stellen und dann auch Vertrauensstellen zu schaffen, die darauf gucken, wo gehen denn die Daten dann hin, wer darf die benutzen, wer nicht. Und wenn man das klug aufsetzt, dann kann man da auch einen hohen Sicherheitsstandard erreichen, der dann auch das Vertrauen
Vertrauen schafft, dass die Leute bereit sind, ja, für eine gute Sache gebe ich auch meine Gesundheitsdaten zur Verfügung. Ein ganz spannendes Thema. Wir beiden könnten jetzt noch stundenlang weiter darüber diskutieren, aber das wird jetzt im Parlament stattfinden. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für das neue Lebensjahr und auch für den Nachwuchs, der sich da angekündigt hat, und frohe Weihnachten.